Ja, das sieht mal geil aus. Also, ich weiß nicht, wer das gebaut hat, aber Respekt an den auf jeden Fall. Hallöchen, lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Legend. Einen Tag später, wie die vorherige Folge aufgenommen. Ja, und es ist Samstag, es ist ungefähr gleiche Uhrzeit, aber ja, es sind erheblich mehr Leute online. 55 Leute. Und ich bin noch so ein ganz klein wenig geplättet von dem, was da gerade gestern in Paris abgegangen ist, die Anschläge. Also, ich bin echt platt, das kann ich euch sagen. Aber was da genau los war, weiß man ja mittlerweile, aber was da jetzt genau hinten dran steht, das weiß keiner. Also das ist noch nicht so 100% klar zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube, darüber werde ich mal in einer Let's Play-Folge reden. Weil ja auch das Let's Play hier nicht unbedingt so zum Labern ist. Deswegen, also ich kann euch sagen, Leute, ich bin geflasht. Also ich bin total platt von dem, was da abgegangen ist. Naja. Aber nichtsdestotrotz baue ich jetzt ein wenig rum. Hab gedacht, ich baue mir hier die Wurzel, so zum Anfang. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich es so lasse. Ich weiß nicht, ob ich es so lassen soll oder ob ich die Dinger hochkant stellen soll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was er denkt. Aber an für sich. Also ich weiß es nicht. Sollen wir das hochkant stellen, die Holzer? Ja, wäre vielleicht besser. Also irgendwie einerseits natürlich sage ich, so rum wäre gut, aber andersrum wäre allerdings auch gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Verdammt. So, gehen wir hier hoch. Ich bin mir halt nicht so 100% sicher, wie ich das mit der Wurzel hier mache. Vielleicht auch so eine Mischung. Ja, ich bin mir noch unschlüssig. Aber was ich jetzt mal ungefähr abstecken wollte, wo genau die Wurzel verlaufen soll. Das Schild können wir dann mal abreißen. So, dann stellen wir das einfach tacken weiter hier rüber. Hier, baut LP. Was? Was? Hä, was? Ja, ich verstehe die Diskussion, die da gerade im Chat führen, nicht. Also, das stört im Prinzip gerne hier schon mal. Mehr oder weniger den Bereich abstecken, wo die Wurzel verlaufen soll, weil da will ich ja unten drunter den Keller bauen. Vielleicht so. Und so ungefähr hier rüber dann. Oder vielleicht mache ich die Wurzel ja auch einfach hier hin. Vielleicht ist es auch ein bisschen so weit drüben. Also, es ist schwierig zu entscheiden, wo man die Wurzel jetzt genau hinbaut. Dann vielleicht so, dann da. Oh.
Naja, das war eben nur gerade etwas asynchron, der Ton. Und naja. Wobei, ich weiß noch nicht. Also vielleicht. Vielleicht fangen wir einfach da an, setzen dann da ein Klötzchen hin, dann da ein Klötzchen hin und so rüber dann. Dann da noch ein Klötzchen hin irgendwie. Und das machen wir dann wieder weg. Vielleicht ziehen wir hier noch ein bisschen Holz hoch. Also ich experimentiere einfach freudig rum. Ich dachte, ich nehme das einfach mal auf, wie ich hier ein bisschen rum experimentiere, dass ihr so sehen könnt, dass ihr auch Kritik natürlich abgeben könnt, dass ihr sagen könnt, hey, das ist doof, das ist gut, das wär eine gute Idee oder so. Ich habe so den Eindruck, dass der Ton hier leicht verzögert, teilweise nur eintrifft. Machen wir es mal so. Das sollte jetzt eigentlich nett. Aber im Prinzip könnte man da vielleicht hier schon so. Jetzt will ich es da hinten dran klatschen und dann geht's nicht. Ja, geil. Ja, nee, das sieht jetzt doof aus. Da kloppen sie sich mal wieder, machen wir die PvP. Ja, Leute, macht nur PvP nach der guten alten Sitte. Naja, die 1.9 kommt ja bald, da könnt ihr das nicht mehr machen. Ja. Nö, ist ja so. 1.9er PvP wird anders. Ob das jetzt besser ist oder nicht, das ist natürlich Entscheidungssache. Also das ist auch Ansichtssache. Ich finde es jetzt nicht schlechter. Also ich sage, es wird halt anders. Was auch immer das bedeutet. Es ändert sich halt. Ob das wirklich besser ist oder schlechter, das ist, naja. Wie immer Ansichtssache. Und ob das den Leuten gefällt, das, naja. Sind ja nun mal Menschen. Menschen mögen es ja nicht so unbedingt, wenn sie Sachen ändern. Machen wir hier einfach. So. Ziehen wir hier einfach eine Wurzel rüber. So. So. Nee, das ist doof. Ja, ich bin heute nicht so besonders gesprächig, aber. Nee. So. So, wie genau die Wurzel dann von der Länge her verläuft. So, und dann. Ja, das Schild sollte ich vielleicht nochmal umstellen. Ja, und ich kann eigentlich auch mal da oben abernten. Das ist jetzt so die Frage. Also machen wir hier mal den Klötzchen hin. Ja, Lego für Erwachsene ist das hier. So, den
Mal gerade mal wieder raus. Das Feld da oben. Brauche ich eigentlich ehrlich gesagt auch gar nicht. Wenn euch das mal anschaut, was wir hier an Massen an Rohstoffen haben, bin ich eigentlich geneigt, da jetzt gerade mal noch eine zweite Kiste zu bauen. Jo, also zwei Klötzchen. So, das da nach da, das nach da. Stellen wir da einfach eine zweite Kiste oben drauf. So. Ich glaube, da packen wir einfach mal die Kartoffeln rein. Ja, ich weiß, ich sollte da eigentlich nicht so viel auf das Feld packen. Also es ist. Also Karotten, also Möhren, nee, Kartoffeln habe ich eigentlich genug. Giftige Kartoffeln kann man da eigentlich auch oben reinpacken. Deswegen mach ich da oben auch, glaube ich, gar keine Kartoffeln mehr, sondern. Ich glaube, da oben habe ich nur noch Möhren drauf, oder? Ich weiß es gerade nicht. Yep, das da drüben sind Möhren. Naja. Genau, da hatte ich versehentlich ein Stückchen Erde vorhin weggeschlagen. So. Wobei Weizen, gut, Weizen kannst du auch nachher noch gebrauchen, wenn du zum Beispiel so Heuballen oder sowas irgendwo hinmachen willst. Dann hat nämlich Weizen auch einen Vorteil, weil also Heuballen werde ich wahrscheinlich eh noch brauchen. Wenn ich irgendwo irgendeine Stallung oder sowas hinklatschen will. Ja, wobei, ich bin ja hier nicht in Skyblock, da brauche ich auf jeden Fall auch Heuballen. Ja. So, dann packen wir hier einfach mal Weizen und so rein. Weizen packen wir da runter, die Heuballen stellen wir einfach nach da. So, das packen wir nach da. Möhrchen brauchen wir wahrscheinlich noch. Hier geblieben. Ah, ich bin wieder da. Er ist wieder da. Ist gleich mit Leute eine Verfilmung von. So, jetzt kümmere ich mich mal um Möhren. Vielleicht kriege ich auch mal irgendeinen Farmer-Villager in einem Dorf. Soweit die am Spawn, die hatten irgendwie nie einen Farmer dabei. Also die ich am Spawn gesehen habe, also heute am Spawn ist noch kein Dorf. Wie das morgen aussieht, weiß ich natürlich nicht. Also in dem Dorf, was jetzt da noch steht, am Spawn, also, ja. Nee, aktuell am Spawn habe ich, glaube ich, kein Dorf. Es ist, glaube ich, gar kein Dorf da. So, wir hupsen einfach da runter. Ja, und jetzt füllen wir mal unsere Karottenvorräte. Auf jeden Fall eh genug Zeug. So, Sonne geht so langsam wieder auf. Die Sonne steigt, es sinkt die Nacht. Das war, glaube ich, eigentlich umgekehrt, aber egal. So. So, dann würde ich mal sagen, klatschen einfach hier ein Klötzchen hin. Dann, vielleicht, wenn wir da noch ein Klötzchen hinmachen. Dann passt das da so. Bei dem anderen.
So, ja, das können wir wegmachen. Wie genau das dann hier oben aussieht, das müssen wir noch gucken. Da weiß ich noch gar nicht, habe ich noch gar nicht geplant. Weil ich da eh noch nicht den Platz habe, das zu machen. Also irgendwie hier muss aber auch noch Holz hin. Es ist zwar unten drunter kein Holz, aber vielleicht können wir einfach hier so ein bisschen das Holz hinsetzen. Aber da können wir vielleicht da die Erde auch wieder hinsetzen. Machen wir einfach da ein bisschen Holz und dann, ja, dann klatschen wir das einfach hier wieder mit Erde zu. Dann sieht das so ein bisschen so aus, als würde diese Wurzel da so reinwachsen. Dann können wir aber eigentlich hier mal noch kurz ein Holzklötzchen setzen. Können dann wieder Fackel drauf machen. Also die Wurzel wächst da einfach so in den Berg rein. Oder können wir den eigentlich wieder wegmachen? So, und dann, ja, basteln wir einfach mal weiter. Hab ja Gott sei Dank noch ein bisschen Erde im Inventar. So, so, die Frage. Ja, gut, so nicht. Machen wir es einfach nachher wieder weg, das Holz. Das kann ja nicht, ist eigentlich egal. Also, oh, den habe ich auch noch nicht gesehen. Also von daher, dass der gefühlte 2 Jahre weg war, das kann durchaus passen. Ja, vielleicht ziehe ich die Wurzel aber auch einfach immer noch ein bisschen länger, weil die ist nämlich ein bisschen kurz meines Erachtens. Naja, wie wir das genau jetzt gestalten, das schauen wir mal. Die Sache ist, ich will halt jetzt schon mal erstmal den Keller anlegen, dass ich das Kistenlager bauen kann. Und dann kümmere ich mich im Prinzip um den ganzen. Dann, wenn das hier dann weg ist, dann kann ich hier die ganze Fläche umbauen. Und dann, jo. Ich muss also langsam auch mal, ich bin jetzt schon mindestens einen Monat in dem Projekt. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ha. Aber wir laufen jetzt gerade mal kurz zum Spawn. Ich weiß nicht mehr, ob das da noch da steht, aber da waren dann ein paar lustige Schildchen gestanden. Zum Thema Baustelle. So, ob da, ne, da wird aktuell noch gar nichts gebaut. Schade. Das sieht jetzt ein bisschen leer aus der Ecke. So, Autsch. Also hier baut sich natürlich immer wieder, es wird hier immer viel gebaut an der ganzen. Och, da hupst ein Steak. Sieht mittlerweile schön verwuchert aus, der Marktplatz. Was steht da? Genau. Baustelle, menschenhaften für alle. Wer helfen kann, mal gerne, wenn man im TS kommt. Ja, das fand ich so gut. Menschenhaften für alle. Das sind mal die Schilder, die ich euch zeigen wollte. Dann hier, jo, da hat sich halt noch ein bisschen was getan. Da ist so ein Baum oder sowas, keine Ahnung, was sie da bauen. Was sie da bauen, ja.
Hier hat sich aber auch was geändert. Das wurde auch umgebaut, oder? Oder? Ach nee, da stand mal so eine große Tafel. Deswegen wundert mich das gerade. Da stand mal so eine große Tafel. Hier ist Zandaren. What? Was ist denn das für ein komisches, fettes Haus, was jetzt mitten im Wasser steht? Habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich wollte ja gerade gucken, wann die erste Legend-Folge rausgekommen ist bei mir. Legend Folge 1. Also erstellt ist er am 10.10. Das ist also jetzt ein Monat her. Die ist am 14.10. erstellt. Also ist, ich glaube, so ungefähr ein Monat bin ich jetzt. Ich bin ja schon länger in Legend drin, wie ich die Folgen gemacht habe. Also ich bin schon relativ lange hier. Ich bin ja schon, was weiß ich, wie lange in Legend drin. Also schon mehr als einen Monat. Das brauche ich nicht, das Ei. Eier sind so eine Sache, die ich meistens direkt wegschmeiße. Die brauche ich nämlich nicht, das weiß ich. Gut, vielleicht mache ich mal irgendwann Kuchen oder so, aber so viele Eier brauche ich da auch nicht. Betreten verboten. Was? Work in progress. Och, komm schon. Betreten verboten geht aber in die Richtung. Das ist nicht nach vorne ausgerichtet. Aber es sieht geil, ja. Geil aus. Ich habe irgendwie so einen Eindruck, dass die... Ne, das ist... Hier VV, das sieht irgendwie so am Rande nach, deswegen. Ne? Also es sieht schon nett aus. Oh, hier auch eine Brücke, die noch im Bau ist. Die führt dann darüber. Ach, ein Beacon. Schade, ich war. Was hat denn der für einen Effekt? Kann man im Inventar mal gucken. Ach man, abbrechen, scheiß mit der Diktierfunktion. Ja, Schnelligkeit wahrscheinlich. Hallo? Also, oh, da hinten. Die Brücke sieht aber auch mal nice aus. Also, Respekt an die ganzen Leute, die hier so rumbauen. Sieht richtig krass aus, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ist auch irgendwas im Bau. Hey, was ist denn jetzt los? Ah, okay, da hinten. Eben hat es jetzt gerade ein bisschen gehangen. Was ist denn das für ein geiles Ding da hinten? Hier stehen diverse Marktstände. Och, Mann, oh, warum komme ich jetzt nicht hoch? Schlecht aus dem Tuch kommen irgendwo. Der Deutschlandfahne. Geil. Aber das Ding sieht ja mal krass aus, was sie da hinten gerade bauen. Ich weiß nicht, wer das baut, aber das ist übelst geil. Oh Mann, ich will mir das mal aus der Nähe angucken. Na, ist vielleicht ein Jumping Puzzle, um nach oben zu kommen? Ne, leider nicht. Aber da kommt man hoch. Das ist... Wow. So. Ah, doch. Sehr schön. Jetzt bin ich genau da, wo ich nämlich hin wollte. Ich wollte hier aufs Dach. Ich weiß nicht jetzt nämlich, wer da hinten rumläuft, aber Respekt an die Leute, die das gebaut haben. Das sieht irgendwie so nach Kirchenfenster oder so aus. Ich weiß nicht, was das wird. Mal gucken. Was steht denn da? Also, Hausdesigner ist das. Also mal Respekt an den, der das gebaut hat. Das sieht übelst krass aus. Oder an die, die das gebaut haben. So, ich laufe mal einfach hier unten durch. Vielleicht kann man da auch noch das von der anderen Seite angucken. Das da hinten sieht auch mal krass aus mit den Pilzen oder diesen pilzartigen Dingern da. Was ist das?
Mir ins Zeitverbrechen. Dann treibt dich Zeitarbeit. Ja, ja. Geschlossen. Schade. Sieht man jetzt aber leider nicht wirklich, wie das komische Gebäude aussieht. Aber als Elf kann man ja Gott sei Dank hochspringen. Ja, das sieht mal geil aus. Also, ich weiß nicht, wer das gebaut hat, aber Respekt an den auf jeden Fall. Alter, geht's da? Ah, okay. Ach so, das wird irgend so eine Kathedrale oder was? Ja, das sieht mir verdächtig gerade nach Kathedrale aus, was die da bauen. So vom Grundriss her. Das ist wahrscheinlich dann so irgendeine Außenwand oder so. Das ist so Kathedrale, Moschee, sowas in die Richtung. Oder Thronsaal oder Schloss oder sowas. Also, ich bin beeindruckt. Alter Finne, das ist mal... Ich weiß nicht, was das ist. Hä, was? Also, ja, die diskutieren über irgendwas. Aber... Also im Vergleich zu meinem popeligen Hütchen, weil ich habe ja auch keine 3 Quadratkilometer Platz zu bauen. What did he say? What did he said? Genau. What did he have gesagt? Alter, das sieht mal richtig krass aus. Also das mache ich aber jetzt. Na, ich meine. Moin! Aber das sieht richtig übelst krass aus. Moin, moin! Jo, wir sind hier im hohen Norden, nicht? Achso, darum kommt man da auch hin. Was ist das? Ah, okay. Ah, okay, wegen Schwarzmarkthändler. Achso, das ist da hinten! Also da käme ich ja ganz einfach hin. Und ich bin da ewig rumgesprungen, bis ich da war. Ach, Schnauze Musik. Also das ist da drüben. Ich habe es vorhin nicht gesehen. Wobei doch wahrscheinlich schon gesehen, aber nicht registriert, dass es das gleiche Gebäude ist. Also. Aber das sieht ja mal krass aus. Vor allem von unten sieht es ja richtig krass aus. Also die Elfenwelt, die entwickelt sich ja stetig weiter. Da unten ist irgendwas an einem anderen Gebäude. Ist sowas krasses. Könnte ich im Let's Play auch mal bauen, sowas. Aber das ist... Könnte dann so 200, 300 Folgen dauern. Der Kopf, der dauert jetzt auch schon seit ein paar Folgen an. Also ja, ich würde mal sagen... Oh, da kann man ja ins Wohnzimmer gucken. Also das sieht ja mal richtig, richtig krass aus. Also Respekt an die, die es gebaut haben. Ich würde mal sagen, das war's dann wahrscheinlich auch schon von der Folge. Ich frage vielleicht auch mal nach, was das für ein übelst krasses Gebäude sein soll. Aber vielleicht steht es ja im Endeffekt auch dran. Naja. Was ist das? Marktplatz, ja gut, der ist da unten, ne? Rathaus, hier ist da drüben, Taverne, Rathaus, Wohn, Punkt, keine Ahnung. Schade, ist zu. Ja, ich wollte nur mal gucken. Vielleicht wäre da irgendwas gestanden. Nee. Ja, okay. Also die Elfenwelt ist in ständigem Wandel. Nicht so übelst krass wie bei der Menschenwelt, wenn man es bei Gamers Time mal so sieht.
Es, so wie lange man schon online war, also das lässt sich sicherlich irgendwie nachvollziehen, weil das, wahrscheinlich in Logfiles oder sowas, also Devs oder sowas, ja, Devs können das wahrscheinlich nachvollziehen. Aber normalerweise kann man das gar nicht rausfinden, wahrscheinlich. Was heißt? Die bombardieren sich gerade mit schlechtem Englisch, aber naja. So, 17er Ping, also geht ja eigentlich. Also dann, nach diesem kleinen Ausflug durch die Elfenwelt, würde ich mal sagen, widmen wir uns dann nächste Folge wieder ein wenig der Rumbauerei hier. Und dann, also wir bauen wieder da vorne an unserer Hütte, also an meiner Hütte oder wie auch immer es nennen will. Also ich würde mal sagen, sie nimmt Gestalt an. Ja, das müssen wir da vielleicht noch ein bisschen umbauen. Also wie genau das denn am Ende aussehen wird, das schauen wir mal. Also ich verabschiede mich dann schon mal. Und sag dann, ich bin irgendwie so müde. Würde mal sagen, wenn ich noch was gefuttert habe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.